Die Inflation in der Eurozone ist und bleibt hoch, aktuell so um die 8%. Und die Europäische Zentralbank hat lange Zeit dieses Phänomen als nur temporär bezeichnet und war der Meinung, dies ließe sich schon in den Griff bekommen. Jetzt allerdings wird die Geldpolitik angepasst. Und die Amerikaner, die US-Notenbank, Fed, die haben natürlich schon reagiert und schon kräftig an der Zinsschraube gedreht. All das wollen wir einordnen mit Marco Herrmann, er ist Geschäftsführer der Fiduca Depotverwaltung GmbH. Schön, dass Sie uns wieder nach langer Corona-Pause auf dem Parkett der Börse Frankfurt besuchen kommen. Was glauben Sie denn, Herr Herrmann, wird es den Notenbanken gelingen, die Inflation wieder einzufangen? Also früher, das heißt in Zeiten vor der Finanzmarktkrise 2008, lagen die Leitzinsen mehr oder weniger auf Höhe der Inflationsrate. Das ist heute kaum vorstellbar, wir sind meilenweit davon entfernt. Die Notenbanken haben einfach sehr lange zugeschaut, wegen der Corona-Pandemie etwas gezögert, die Zinsen anzupassen und wurden jetzt durch den Ukraine-Krieg halt eben überrascht. Wenn man jetzt schnell die Inflationsrate runterbringen möchte, dann müsste man Leitzinsen von 6-8% haben. Und das ist eigentlich nicht vorstellbar, wenn man das vergleicht mit der Zeit in der Stagflation in den 1970er Jahren und vergleicht dann die globale Verschuldung, die wir haben, relativ zur Wirtschaftsleistung, dann liegen wir heute auf dem mehr als doppelten Niveau. Und das würde die Weltwirtschaft einfach nicht vertragen. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Notenbanken einen Mittelweg wählen werden, der aber dann dazu führt, dass wir auch in 2 bis 3 Jahren noch eine vergleichsweise hohe Inflationsrate haben werden. Nicht unbedingt die 8% von heute, aber 3-4% sind durchaus realistisch. Anleihepositionen waren in vielen Portfolios lange Zeit eine Art Sicherheitsanker, weil sie relativ sichere Erträge auch abgeworfen haben. Jetzt haben wir diese schnelle Bewegung nach oben gesehen und spiegelbildlich die deutlichen Verluste bei den Kursen. Machen jetzt Anleihen überhaupt noch Sinn, auch angesichts der Inflation, Herr Herrmann? Naja, so in den letzten 20, 30 Jahren waren ja Anleihen stets dann der positive Gegenpol im Portfolio. Immer dann, wenn es in den Aktienmärkten ein bisschen unruhiger wurde, konnte man zumindest mit soliden Anleihen dann etwas an Erträgen schaffen und dann die Verluste bei Aktien abfedern. Die Strategie ging dieses Jahr überhaupt nicht auf. Mit Anleihen haben sie im Prinzip mehr oder weniger genauso viel verloren wie mit Aktien auch. Allerdings auf aktuellem Niveau sind einzelne Anleihensegmente jetzt doch durchaus wieder interessant geworden. Das heißt also, ohne großartig ins Risiko zu gehen, bekommen Sie plötzlich wieder 2,5-3% Rendite bei Unternehmensanleihen mit einer sehr, sehr guten Bonität. Und wenn man etwas mutiger ist, sind sogar 5-6% drin. Das ist schon etwas, wo man sich überlegen kann, vielleicht die neue Position auch im Anleihenbereich wieder aufzubauen. Kann man vielleicht die Inflation nicht komplett mit ausgleichen, aber ein Stück weit abfedern, auf alle Fälle, ja. Aktien galten da dann schon eher als Inflationsschutz, gerade Unternehmen mit dem Burggraben drumherum, mit Preissetzungsmacht. Aber Sie haben es schon angedeutet, im ersten Halbjahr sind auch Aktien auf breiter Front unter Druck geraten. Wie bewerten Sie da jetzt die aktuelle Lage, auch mit Blick aufs zweite Halbjahr? Also Aktien können tatsächlich Inflation ausgleichen. Wir haben das selber in einer Studie für den US-amerikanischen Markt untersucht, über die letzten 100 Jahre. Und man stellt halt fest, langfristig, das heißt nicht auf kurze Sicht, performen Aktien besser als die Inflation, die Geldentwertung vorantreibt. Also das macht Sinn und das ist auch relativ einfach zu erklären, warum das funktioniert. Die Unternehmen geben die höheren Einkaufspreise relativ schnell an ihre Kunden weiter. Und wenn dann die Nachfrage gleich bleibt oder nehmen wir an, wir haben eine konjunkturelle Delle und sie erholt sich dann wieder, dann steigen halt eben die Umsätze und dann die Gewinne der Unternehmen mit der Inflation auch höher an. Und das spiegelt sich dann halt eben auch über die Zeit in einem höheren Aktienkurs wieder. Bestes Beispiel ist der Nahrungsmittelkonzern Nestle. Der hat in den letzten 5 Jahren die Preise für seine Produkte im Jahresschnitt zwischen 1-2% angehoben. In diesem Jahr, im ersten Quartal, waren es bereits 5%. Und wir werden in den kommenden Quartalen eine ganze Reihe von Unternehmen sehen, die halt genauso vorgehen. Und mit Bezug auf das zweite Halbjahr, also wir gehen davon aus, dass wir das Tief am Markt noch nicht gesehen haben. Wir werden weiterhin einfach Unsicherheit haben. Themen wie die Energieversorgung werden ganz klar im Vordergrund stehen. Und halt eben die Rezession. Inflation wird vielleicht dann ein Stück weit in den Hintergrund rücken, weil es halt eben nicht mehr so die neue Nachricht ist. Klar, sie wird hoch bleiben, aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr von 8-15% ansteigen. So, dass halt wirklich mehr so das Energiethema im Vordergrund steht und was ja dann auch eine Rezession auslösen könnte. Wir gehen aber davon aus, dass wir vermutlich im Herbst das Tief im Markt gesehen haben werden. Unter der Berücksichtigung, dass die Aktienmärkte den konjunkturellen Tiefpunkt im Regelfall rund 6 Monate vorwegnehmen. Und das wäre, wenn man das dann für das Frühjahr nächsten Jahres erwartet, wäre das dann ungefähr im Herbst, wo dann die Aktienmärkte nach oben drehen könnten. Bis dahin
haben wir unser Portfolio erstmal defensiver aufgestellt in den vergangenen Monaten. Sprich, wir haben Werte hinzugenommen, die weniger konjunkturabhängig sind. Wir haben im Energiebereich was dazugenommen und setzen aber auch auf wachstumsstarke Technologieunternehmen, weil wir glauben, dass die doch etwas zu stark unter die Räder gekommen sind. Also da sehen wir doch weiter noch ganz gute Chancen. Und der langfristig denkende Anleger, der sollte einfach weiter am Ball bleiben, so ähnlich wie Warren Buffett denkt und sagen, Mensch, ich kriege gute Unternehmen jetzt einfach ein Stück weit günstiger. Das stimmt definitiv. Also wir sind, wenn man sich die Bewertung der Märkte anschaut, wir befinden uns im unteren Drittel der historischen Bandbreite, was die Bewertung angeht. Klar kann man nicht immer sagen, das ist jetzt dann günstig genug, dass es jetzt nach oben geht, aber das ist schon mal ein sehr guter Ausgangspunkt, wo man von dem aus man dann auch wieder eine gute Rendite bei Aktien erwarten kann. Man sollte vielleicht jetzt nicht zu euphorisch werden. Die Stagflation, in der wir uns jetzt dann vielleicht hineinbewegen werden, wird uns noch eine Zeit lang begleiten. Das wird auch dazu führen, dass die Zinsen vergleichsweise hoch bleiben, zumindest im Vergleich zu dem, was wir gewohnt waren die letzten 10 Jahre. Aber dennoch wird es immer wieder Chancen geben bei Aktien, das ein oder andere Schnäppchen dann auch zu machen und Geld zu verdienen. Also das Glas ist halb voll. Das war der Blick auf Anleihen und Aktien im Börsensommer des Jahres 2022. Nicht einfach alles, es bleibt turbulent, aber deshalb sind Profis wie Marco Herrmann gefordert. Herzlichen Dank für den Besuch, alles Gute für Sie. Herzlichen Dank, Herr Freund.